Das ist wieder einer der Momente, wo ich vergessen habe, dass er Swissy lädt, macht die Mikrowelle an. Hi, ihr auf der anderen Seite. Ich hatte am letzten Video schon mal kurz die Photovoltaikanlage angesprochen und habe gedacht, jetzt gehen wir doch mal mehr ins Detail. Das Video hat dann zwei Hälften. Mit dem aktuellen Stand der Anlage fange ich an und danach ein bisschen über die Vorgeschichte, wie es dazu kam, was für Probleme verbunden waren, durch welche Hürden und ja, kommen wir dann später dazu. Ihr hattet ja schon gesehen, jetzt muss ich in die Kamera schauen, hier habe ich ja meine grafische Anzeige, Steckdose, Schaltrelais, Sicherungs- und Block, nicht so einfach. Trennschalter, die Klemme für die Strings von der Photovoltaikanlage, Fritzbox als WLAN-Verbindung nach oben, die zwei Laderegler. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen aufs Detail. So, vor fast genau 7 Jahren hatte ich mit der Photovoltaikanlage angefangen. Das war April, Mai 2014. Und ich mache dann später in der zweiten Hälfte noch eine kleine Bildershow und erkläre dann ein bisschen was dazu. Aktueller Stand ist hier. Und das Herzstück der Anlage, hier unter Wechselrichter, der kann 3000 Watt, kann auch als USV dienen. Das Wichtigste eigentlich, ohne den geht überhaupt nichts, abgesehen von Batterien, dieser Wechselrichter. Der ist ja auch noch von der ursprünglichen Anlage übrig, seht ihr später alles in der Bildershow mit meiner Erklärung. Er wandelt ja die Batteriespannung in 230 Volt um, die ich dann in der Wohnung verbrauchen kann oder Twissy oder Zoe mitladen kann. Kann selbst umschalten zwischen Batterie und Netzversorgung. Das heißt, wenn die Batterien einen gewissen Level erreicht haben, wo sie entladen sind, schaltet er aufs Netz zurück. Da greife ich dann aber auch noch was ein mit so einem Schütz hier oben, der vom Laderegler angesteuert wird, damit ich dann selbst entscheiden kann, wo der Wechselrichter tatsächlich umschalten soll. Er kann ja auch als USV dienen. Ich kann also so konfigurieren, dass er mit den Batterien wie ein USV funktioniert. Es wird immer Netzspannung durchgeleitet und wenn mal Stromausfall ist, dann schaltet er auf Batteriebetrieb um. Kann man alles machen. Er kann ja auch selbst die Batterien laden und pflegen. Ich kann hier in die Dezifferierung gehen. Kann halt nur 3000 Watt. Wenn es dann wieder so passiert wie vorhin. Ja, da hat man. Das ist wieder einer der Momente, wo ich vergessen habe, dass er Swissy lädt, macht die Mikrowelle an. Hat jetzt gerade nur gepasst zu der Gelegenheit. Und das machen wir. Tja, ne? Shit happens. So. Dann hier unten weiter haben wir. Unsere Hauptsicherung zwischen Batterie und Wechselrichter und allem anderen. Wenn die durchgeht, dann ist wirklich irgendwas am Dampfen. Das hier ist ein Messstand, der geht auf den Laderegler für den Süden. Der misst einmal den Strom, der rein oder raus geht. Der Laderegler selbst berechnet daraus dann die vorhandene Kapazität der Batterien, regelt die Ladung alles danach mit und ja, sehr umfangreich. Versuch es einfach möglichst zu erklären. Dann halte ich hier die Anschlüsse vom Wechselrichter. Hier kann ich noch eine Remote, eine Fernbedienung anschließen. Habe ich auch hier liegen. Aber so liegt es seit ja auch fast 2 Jahren. Ursprünglicher Gedanke war, sollte der Wechselrichter mal wieder so in Protect Mode gehen, da ich den dann über den Pi dann zurücksetzen kann. Aber ja, ich laufe dann lieber hier runter und gucke, ob wirklich was im Argen ist. Hier haben wir also die Plusleitung von den Batterien. Das ist die Plusleitung, die geht hoch zum anderen Sicherungsblock, zeige ich gleich. Die Minusleitung und die zwei Minusleitungen, die direkt zu den Ladereglern laufen. Gehen wir dem Kabelverlauf mal nach. Haben wir hier unseren Sicherungsblock von Plus. Und hier gehen dann beide Laderegler drauf und über die eine Leitung runter zum Wechselrichter. Damit wäre das auch abgesichert, sollte irgendwas im Argen sein, geht die Sicherung durch oder ich kann sie hier durch entfernte Sicherung abtrennen. Kann Laderegler also aus dem Netz nehmen.
haben wir die Laderegler. Das ist mein ursprünglicher, den ich zuerst gekauft habe. Das ist die einfache Version, die Light-Version ohne Display. Dann noch ein paar LEDs und Taster und den Rest macht man über das Konfigurationsprogramm. Display ist nice to have, muss aber nicht sein. Den zweiten habe ich dazu bekommen, durch eine Zusammenarbeit mit Midnight damals, haben die mir den spendiert. Danke an der Stelle nochmal. Und war das jetzt Werbung? Keine Ahnung. Und die Laderegler holen sich also hier oben. Hier oben haben wir die Strings, die vom Dach kommen. Das sind immer hier ein String. Jeweils vier Photovoltaikmodulen. Die zwei gehören zusammen, genauso wie hier. Der Laderegler hier ist für die Ostausrichtung, der für die Südausrichtung. Merkt man hier, der ist noch schön am Arbeiten. Im Osten ist schon kaum noch Sonne. Hier habe ich einen Trennschalter. Soll es erforderlich sein, trenne ich die Module komplett ab. Soll noch ein bisschen Energie reinbekommen. Und hier die Kabelkanäle sind genauso recycelt wie alles andere hier auch. Ich gebe mir ungern wirklich Geld aus. Und ja, da oben halt noch die Fritzbox mit der WLAN-Brücke nach oben. Die zwei Laderegler. Das ist der Pi und das Kabel geht in den großen Keller. Da habe ich auch noch Spielereien stehen, die eine Netzverbindung benötigen. Ja, so im Groben erklärt, was eigentlich auch gar kein Hexenwerk, so eine Solaranlage aufzubauen, kann sogar ich. Zeige ich euch immer noch die Batterien. Das sind jetzt sogenannte Staplerbatterien, wie die genau heißen, OPZ irgendwas, keine Ahnung. Sie funktionieren. Die habe ich ja recht günstig bekommen. Und das hier ist der Abluftschlauch. Die Batterien, die Zellen, die gasen ja, wenn man sie lädt oder stark entlädt. Sind ja eigentlich für einen Betrieb im Freien im Stapler gedacht. Und erzeugen ja sowas wie ein Knallgas. Das muss ja abgeführt werden. Ich mache es hier mal bumm in der Warmsanierung. Als ob es da nicht schon genug Versuche gegeben hätte. Seht ihr später alles, auf was ich anspiele. Und hier hinten dran, also von jedem Trog geht ein Schlauch raus. Dann habe ich hier so ein Y-Stück aus Messing. Plastik überlebt das Ganze nicht. Der Schlauch seltsamerweise schon. Plastik zersetzt sich, wie hier. Das war mein Kabelbinder. Das ist zum Befüllen. Da kommt jeden Trog kommt so ein Schlauch, auch über ein Y-Stück. Für destilliertes Wasser aus dem Behälter hier oben. Ja, sitzt nicht ideal, müsste noch einen Meter höher hängen, aber da ist die Decke im Weg. Das passt schon. Man darf sich ja auch nicht auf die Befüllautomatik verlassen, sonst laufen die Zellen über. Und dann habe ich eine Zelle ruiniert. Die sind zwar pflegeleicht, aber auch ein Dummer bekommt die kaputt. Ihr seht die mit dem orangen Deckel. Ja, die war danach sauer. Man sieht sie auch noch schön auf dem Boden, dieser Schleier. Da ist die Säure entlang gelaufen. Ja, ich war begeistert. So, dann habe ich hier, also wie gesagt, der Schütz trennt den Wechselrichter. Den kann ich auch hier manuell zuschalten oder ausschalten, ist genial bei den Relais. Und hier der kleine, der schaltet die Abluft ein. Die habe ich relativ primitiv gelöst. Da habe ich hier hinten so eine, wie nennt man das hier, Blasebalgpumpe. Die hat man so, um eine Matratze aufzupusten. Allerdings leben die auch nicht wirklich lange, so ein Dreivierteljahr ungefähr. Danach sind die Motoren kaputt. Die Lager fangen an zu schreien und dann ist fertig. Die habe ich jetzt nochmal ins zweite Leben gerufen. Die konnte ich zum Glück aufschrauben. Hier hinten
einen Spannungswandler, einen Step-Down-Wandler, den ich einstellen kann. Mit integrierter, ich mach's mal an. Schalten wir es mal ein. Ob es überhaupt noch funktioniert. Ah. Ja. Muss wirklich mal ein neuer her. Der hätte es fast ein Jahr durchgehalten. Stehst also über die. Das Segment ist auch schon kaputt. Ach, dieser China-Schrott, der geht mir so auf den Keks. Ja, also der saugt die Luft aus den Trögen an und pustet die über den Schlauch nach draußen. Damit sind wir hier, sofern es funktioniert, safe. Klammer wieder einbestellen. Er kämpft. Du schaffst es. Oder auch nicht. Ja. Damit schaffe ich also dann die Gase nach draußen. Wir sind hier safe. Das schalten wir gleich wieder auf Automatik. So, das ist also das ganze Hexenwerk eigentlich von der Anlage. Ist ziemlich einfach. Mit den Deckeln ist natürlich auch so, dass die Tröge dann verschlossen sind. Ich habe da drin einen relativ geschlossenen Raum, habe hier nur seitlich die Öffnung, wo dann Luft nachströmen kann. Dadurch können die Gase da recht gezielt abgeleitet werden. Und die Deckel schützen dann auch die Zellen, wenn ich hier was drauflege. Ich habe hier ab und zu auch eine Decke drauf liegen, dass es ein bisschen wohnlicher aussieht. Dann haben wir eigentlich nur noch die Unterverteilung hier. Sieht recht unspektakulär aus, so ist es eigentlich auch. Hier unten habe ich ein USB-Netzteil, das versorgt ein altes, ausgedientes Smartphone. Mit einmal winken. Die Frontkamera davon schaut hier auf den Zähler. Da sehe ich dann im Bild, ob sich die Scheibe bewegt und was für einen Zählerstand wir haben. Auf dem Handy ist noch Android 2 irgendwas. Ist auch egal. Hängt ja nicht direkt am Netz. Und eine Webcam-Software und automatisch Reboot jede Nacht. Hier habe ich die zwei Fritzsteckdosen, die ich über die AVM-App steuern kann, auch automatisch. Die Swissy-Steckdose schalte ich morgens um 7 ein, also im Sommer, wenn dann auch die Sonne relativ früh auf dem Dach steht. Im Winter schaltet sie, glaube ich, erst um 8 Uhr ein. Kann ich auch manuell steuern. Die Wallbox wird darüber geschaltet. Fritzsteckdose schaltet durch, versorgt einen Schutz und dann draußen die Schuko-Steckdose, also der hier. Und die hier geht dann hier hoch, schaltet den Schutz und damit über den FI und die Vorabsicherung die Wallbox. Kann ich dann also auch verhindern, dass jemand Strom klaut. Wenn sich jemand hintraut und weiß, wo die Typ 2 Steckdose ist. Aber es ist schon, wenn man auch dran arbeiten will, kann man dann Klick abschalten. Eingreifen. Das ist ja auch bei der Steckdose. Kann ich dann manuell steuern. Wenn ich sehe, ah, jetzt kommt genug rein, schalte ich die Steckdose einfach mal dazu. Fahrzeug muss natürlich eingesteckt sein, ist klar. Ne? So, ist natürlich FI für Keller, Räume und Tralla. Dann habe ich hier eine Umschaltung um die Schuko-Steckdose draußen für den Twizy zwischen Photovoltaikanlage oder Stromnetz umzuschalten. Macht im Winter Sinn, wenn nur wenig reinkommt, dann muss ja nicht gleich hier die Batterie wieder belasten. Jetzt haben wir die Sicherung davor und der FI dafür. Und da habe ich noch eine Sicherung drin, ist aber nur ein Kontakt belegt. Vorsicherung Photovoltaik zum Wechselrichter. Das heißt, zwischen Stromnetz und Wechselrichter sitzt der Automat. Ja, das war's eigentlich hier. Ist irgendwas nicht oder falsch erklärt habe, schreibt es in die Kommentare. So, jetzt kommen wir zum trockenen Teil des Videos. Hier haben wir, damit wir es weg haben, die Konfigurationssoftware für die Laderegler. Da sieht man auch schon schön, wie viel reinkommt. Jetzt haben wir
Gerade mal wieder schön bewölkt. Heute hatten wir schon 5,7 Kilowattstunden auf der Ostausrichtung. Im Moment laufen hier 104 Watt rein. Batteriespannung 38,4 Volt. Lädt mit 2,2 Ampere. Schauen wir uns noch das Süden an. 135 Watt. Ja. Sieht genauso bescheiden aus. Hier kann ich dann auch verschiedene Konfigurationen noch vornehmen. Zum Beispiel hier Vent Fan High. Als bald 52 Volt erreicht sind, schalte die Abluft ein. Das ist dann ungefähr so die Spannung. Muss sagen, kann die Batterie wird geladen und es entstehen diese Gase. Das ist der Whizbang Junior, dieser Messschand, den ihr gesehen habt, der den Strom, der rein und raus fließt, misst. Hier habe ich verschiedene Einstellungen für die Batterie: Minimum Volts, Maximum Volts. Grenze sich hier ja schon auf 59,8 Volt. Ja, das sind Pi mal Daumendaten, was die Batterie eigentlich haben sollte: 575 Amperestunden. Effizienz 95% ist ein, ja. Darf man hier auch nicht zu ernst nehmen. Ending Amps und ja, die ganzen Kram hier, IP-Adressen, verschiedene Funktionen. Ich kann hier auch einstellen, was er machen soll. Ist es für Solar oder Windkraft, was auch immer, oder Wassergenerator. Kann die Kiste hier auch generell dann ein- und ausschalten. Kann hier die Batteriespannung festlegen. 12, 24, 36, 48, 60, 72 Volt. Es gibt auch einen modifizierten Midnight, der dann 96 Volt kann. Hier kann ich dann auch Absorb starten, manuell starten, Equalizen starten, also das Abkochen der Batterie, um die Ablagerungen zu lösen. Und die Batterien stehen ja im Keller. Normalerweise werden die herumgefahren, die werden im Stapler und schön durchgeschüttelt und durchgerührt. Das haben wir alles nicht. Dadurch dann ab und zu mal ein schönes Equalizing. Sagt man so schön an das Aufkochen. dann auch diese Batteriesäure immer wieder schön durchzumischen. Dann leben die auch lange. Sind also auch recht pflegeleicht. So, dann machen wir eine kleine Bildershow. Also 2014 war es ja, dass ich mich dazu entschieden hatte, eine Photovoltaikanlage mir aufs Dach zu bauen oder bauen zu lassen. Hatte verschiedene Firmen angeschrieben. Die einen haben erst gar nicht geantwortet, die anderen wollten dann angeboten per Vorkasse. Und ja, ich bin da auch manchmal ein bisschen träge. Und dann bin ich bei dem einen hängen geblieben, die PV-Vertrieb aus Bielefeld. Gleich vorneweg, in dem Video werde ich nicht auf irgendwelche rechtlichen Sachen, die dann später gelaufen sind, im Detail eingehen, auch nicht auf die Person. Das könnt ihr alles auf meiner Homepage und in den Foren nachlesen. Link in der Beschreibung, wo ihr es nachlesen könnt. Irgendwann was aus dem Video rausschneiden, ist in YouTube schwerer wie auf der Homepage. Alles, was dort steht, ist auch so passiert und kann durch Schriftstücke, Korrespondenz mit Anwälten alles belegt werden. Da ist nichts aus der Nase gezogen. Man sieht auch anhand von den Erfahrungsberichten anderer, dass das Ganze nicht frei erfunden ist. Aber das wird das Video jetzt auch in zu arg sprengen. Deswegen zeige ich euch nochmal ein bisschen meine Anlage, dass ihr ein Bild davon habt, wie sich das Ganze über die Jahre entwickelt hat. Fangen wir 2014 an. 16.05.2014. Die Anlage wurde hier installiert. Hier ein Flachdach. Hier sieht man auch von hinten dann die Aufständerung. Module sind recht flach installiert, damit man möglichst viel Sonne reinbekommt. Durch die Bäume hier gäbe es auch eine Verschattung, würde man die steiler stellen. Also hat man die recht flach montiert. Ist im Winter ein Nachteil, muss ab und zu mal hochgehen und die Module freikehren, aber ja, kommt man mit klar. Das hier ist die Abluft vom Bad, seht unten drunter unter der Kuppel. Und das Rohr geht bis in den Keller. Und da habe ich einfach, bevor man da irgendwelche Aktionen startet, einfach das Rohr zweckentfremdet. Das reicht immer noch für die Abluft. Habt ihr eh eine andere Lösung, komme ich im anderen Video mal drauf. Und laufe mit dem Kabel dann bis in den Keller und von dort aus dann zur Anlage, die ihr vorhin gesehen habt. Und die ganze Schiene hier, die ist ja auch schon geerdet und führt dann die Erdung mit hier vor. Laufen auch die ganzen Leitungen entlang. Seht ihr hier das Erdungskabel hier aufgelegt und hier an der Seite die ganzen PV-Kabel, die zu den Modulstrings führen.
In der ursprünglichen Installation waren immer zwei Module zusammen. Wir hatten hier also 12 Module und 6x2 zusammenhängend. War dann auch wenig effizient. Man soll zwar knapp über der Batteriespannung sein, aber auch noch genug Reserven haben, dass wenn mal weniger reinkommt von oben, dass das dann trotzdem noch geladen werden kann. Mit den ursprünglich verbauten Ladereglern, die waren da, sagen wir, ungeeignet. Ich sehe auch später noch Bilder davon. Das waren PWM-Laderegler und die jetzigen sind MPPT. Die holen quetschen also wirklich das Letzte raus, was von oben reinkommt. Und ich habe die dann später mit den neuen Ladereglern erstmal umgeklemmt, dass man dann immer eine Reihe von 4 Stück hat. Da ist man bei so 140 Volt ungefähr in der Leerlaufspannung. Dadurch auch einen niedrigeren Strom in die Kabel. Das heißt, der Querschnitt, den konnte ich beibehalten. Der war dann auch unterdimensioniert ursprünglich. Und die Midnight-Laderegler, die ich jetzt drin habe, die haben ja MPPT und die sind da wirklich sehr effizient, aus der höheren Spannung die Energie zu gewinnen. Ja, seht ihr hier das ganze Konstrukt. Ja, die Krummen sind auch nicht gerade. Gut, ist auch gut für die spätere Erweiterung, dass wir die Schiene liegen hatten. Ihr seht später warum. So, und das war dann diese Kiste hier, die sie mir hingestellt haben. Wurde als Eigenentwicklung beworben. Die haben auch schön ihren Druck drauf, aber aus China kann ich mir alles bedrucken lassen, wie ich es brauche. Die Anzeigen waren zwar ganz nett, aber auch nicht wirklich so aufschlussreich, wie man es gerne hätte. So, und hier haben wir diese Ningbo Indian Solar Technology Uninterrupted PV Power System. Die sieht nur rein zufällig so aus wie die Anlage, die die mir eingebaut haben. Garantiert. Hier die 3000er. Alles nur zufällig. Ja, einfach das Logo austauschen, eigenes Logo draufdrucken lassen. Fall gelöst. Und dann das Ganze als Eigenentwicklung verkaufen. Und so sieht die chinesische Anlage von innen aus. Ähnlich, ja. Aber mit schönen Kanälen. Wahrscheinlich kann man die auch ohne die Kanäle bestellen. Das Gehäuse ist auf jeden Fall identisch. Und auch der Laderegler kommt mir bekannt vor. Die Klemmsteine sind etwas anders. Hier haben wir wieder unser Relais. Hier ist die von der PV-Vertrieb damals. Da haben sie noch eigene Aufkleber drauf. Hier wurde auf MyDeals auch die Anlage mal beworben, als toller Deal. Ja, also Bildqualität lässt zu wünschen übrig. Hier sind die Laderegler. Und das hier die Umschaltung zwischen Stromnetz und Wechselrichter. Der Wechselrichter war auch ein China-Böller, der hat hier mehr Störungen verursacht, wie es recht war. Leuchteflammen haben im Sekundentakt geflaggert. Und das Teil hat eine Umschaltung. Für was haben wir eine Farbennorm? Ne? Abgangsseitig. Hinten auch das Klemmbrett für die Strings von der Photovoltaikmodule. Habe ich dann später auch noch ein schönes Bild davon. Die Laderegler im Detail. Hier die ganzen Anklemmungen. Das für die Anzeige für vorne. Hier kommen die Solarmodule drauf. Und dann abgangsseitig zum Wechselrichter. Da kann kein Mensch hier in Europa lesen. Das ist also ein Motorantrieb, der dann den Hebel von dem einen Block zum anderen schaltet. Die sehen so ähnlich aus wie Sicherungen, sind aber Schalter und die werden dann mechanisch zur Umschaltung betätigt. Hier haben wir einen Messstand.
der den Strom, der hier durchfließt, misst und vorne in der Anzeige darstellt. Das war jetzt auch nach der ersten Station. Da habe ich auch von der ersten Nacht habe ich auch ein Video gemacht. So habe ich dann damals meine erste Aufnahme von der Anlage gemacht. Seht ihr hier oben verlinkt. Und dann hatte ich Störungen. Da ging also. Moment, mal pausieren. Da ging mir also wirklich dann der Hut hoch. Ich habe jetzt Musik laufen und achtet mal auf das Hintergrundtackern. Ticke, 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 ticke. Das kam von dem Wechselrichter. Da meinte man gerade, irgendeine Nähmaschine läuft nebenan. Radiosender wurden auch zur Seite gedrückt. Ach ja, Störungen im Fernsehen. Okay, ist noch analog TV, aber trotzdem, es kann nicht sein. Hier. CB-Funk konnte ich auch knicken. Nicht, dass da noch viel los war, aber es muss ja nicht sein. Ne? Wir haben genug Elektrosmog. Das sind auch noch 1000 Störungsaufnahmen. Die können wir uns jetzt, glaube ich, sparen. Ich hoffe mal, ist ganz gut durchgekommen, was ich damit zeigen wollte. Hier haben wir den Messschand. Ist hier schon leicht eingefärbt. Hier, guckt euch das an. Die haben hier einfach ein Gewinde reingedreht. So was geht überhaupt nicht. Das Acryl gibt irgendwann nach durch die Erwärmung. Löst die Schraube und hier haben wir schon diese Verfärbung. Ja, was dann passiert? Und dann sowas. Das kann ich als Hobby-Schrauber machen, aber nicht als professionelle Firma. Unglaublich. Das ist schon der neue Laderegler, den Midnight Classic. Nachdem ich bei der Firma nicht weitergekommen bin, habe ich dann irgendwann die Sache selbst in die Hand genommen, habe mir erstmal so einen vernünftigen Laderegler geholt. Der kann ja dieses MPPT. Und nach und nach alles umgeklemmt. Hier einen anderen Klemmstein für eine normale Elektroverteilung. Den habe ich auch rumliegen genommen. Da die PV-Module aufgeklemmt. Erstmal mit flexiblen Leitungen aus dem HiFi-Bereich miteinander verbunden. Um dann erstmal wieder die Anlage in Betrieb zu bekommen, so Step by Step, wie man so schön sagt, und die Anlage zu dem umgebaut, wie sie heute ist. Hier hinten sind die Batterien drin, da hängen die Kabel frei runter. Und die Konfigurationssoftware, die wir eben schon gesehen haben, hier auf dem alten Netbook. Erstmal eine Grundeinstellung vorgenommen. Zu den Batteriekabeln kommen wir dann später auch noch. Feurio. Ja, so stand es dann erstmal da. Aber die Bilder sind in der falschen Reihenfolge. Weil der Wechselrichter, der wurde ja noch, ist nicht der Originalwechselrichter, den haben die ja noch getauscht. Und das ist einer der Laderegler, die ich ausgebaut habe. Sowas haben die eingebaut. Die Brandspuren sind nicht von mir. So habe ich das Teil ausgebaut. Stört in der Funktion jetzt nicht, aber sowas kann ich nicht verkaufen. Ist eine Eigenentwicklung. Ja, mit den Störungen haben die dann, bevor die den Wechselrichter getauscht haben, dann erst noch einen Filter versucht einzubauen. Auf starren Draht die Dinger drauf gequetscht. Da, das sehe ich etwas gespaltener Meinung. Hat auch nichts gebracht, davon abgesehen. Ja, da ist der Wechselrichter, der da verbaut war. Da hatte ich dann noch schnell Bilder geschossen. Dusty Krusty.
Hier habe ich das Datenblatt von dem Wechselrichter. Da ist es, Wechselrichtertausch. Und davor, danach. Durch den neuen Wechselrichter wurde auch Dashrod hier obsolet. Ihr seht, schön Platz. Ja. Den Wechselrichter habt ihr vorhin gesehen. Der schlägt den anderen ja um Längen. Hat zwar auch nur 3000 Watt, aber für normalen Hausverbrauch reicht es vollkommen aus. Und da der höher war, hat er einfach hier oben ein Loch rausgeschnitten. Delicious. Ja. Wir sind jetzt über 6 Jahre her. Mal nochmal die Bilder. Immer noch diesen bescheuerten Schand. Für das Relais, das hat auch was mit der Umschaltung zu tun. 48 Volt Relais und das hat, glaube ich, den Motor angesteuert in diesem Umschalter, der hier war. Das Relais habe ich immer noch. Der ist jetzt im Flipper-Automat drin, wo normal der Nocker sitzt. Der war ja auch kaputt und da habe ich einfach das Relais reingesetzt, dass irgendwas angeschlossen ist. Und hier war dann auch so ein Sicherungsautomat. Da habe ich einfach zwei in diesen China-Voltmetern eingeklebt, damit ich dann die Batteriespannung gesehen habe. Die Batterien waren nämlich auch nicht gerade der Hit. Da sieht man meine Meisterarbeit hier. Ja, die hat er einfach abgeknipst, die Kabel hier. Meine Nerven. Da habe ich was mitgemacht, Leute. Ja, die hatte ich hier dann auch mal wieder vorübergehend in Betrieb genommen, da ich ja auch das Netzteil betreiben konnte. Hier ist noch das alte Klemmbrett. Weil die Bilder sind leider nicht in der richtigen Reihenfolge. Schlecht vorbereitet, wie immer. Ihr seid ja kaum mehr gewohnt. So, und dann komme ich mal zu den Akkus, die verbaut waren. Da habe ich versucht, die Type rauszufinden. Solar, irgendwas, Gel-Batteries. Habe ich auch später das Datenblatt geholt. Die 200 Ampere-Stunden Batterien der ursprünglichen Installation. So sieht es in den Zellen aus. Das ist ein Witz. Die sind richtig ausgetrocknet. Sind so Gelklumpen drin. So, ich habe noch ein paar andere Bilder. Ja, genau. Da war ich beim Bekannten. Und dann haben wir da versucht, die Batterien aufzumachen. Ich hatte so die Idee, vielleicht kriegt man den Deckel sauber ab, kann ich dann eine kleine Kiste draus bauen, aber nee. Dann haben wir es mit allem probiert. Am Schluss mit der Flex. Und so sah es dann in den Batterien aus. Apps ungesund. Die haben bestimmt schon bessere Tage erlebt. Alles kristallisiert. Das ist unglaublich. Auch interessant, dass immer der Minuspol abbrennt. Vielleicht kann man das konnte man bis jetzt noch keiner erklären. Klar, der Strom fließt hier. Ja, wissen wir ja, Strom fließt ja Minus zu Plus und Spannung fließt von Plus zu Minus. Aber dass dann die Minuszelle immer so aussieht, ja, das hat man uns in der Berufsschule damals nicht beigebracht. So sehen die Pluszellen aus, ne? Aber auch hier, überall dieses Kristallisierte. Dann bei ihm in der Werkstatt haben wir dann noch ein bisschen mit rum experimentiert. Haben wir geschaut, ob man irgendwie mit wenn man die Zelle abtrennt und eine Zelle von der Batterie und na, nicht fragen. Nee, die haben wir dann nicht verbrannt, das war der Grillabend. Hier seht ihr das Klemmbrett, wo die Strings aufgeklemmt sind. Hier ist ein String und hier sind zwei Strings aufgeklemmt.
Das ist unlustig, ihr seht es schon. Irgendwann gucke ich mal hinter die Anlage. Seht ihr den Kunststoffsteg? Der sollte so aussehen. Der sieht so aus. Hier der Kunststoff verschmort, hier der Kunststoff verschmort. Ist einfach hergegangen, hat eine zu große Ringöse genommen, hat die seitliche beschnitten und hat die damit untergeklemmt. Die hat sich wohl dann im Kunststoff verhangen, hat es dann nicht fest genug angezogen. Ja, und das ist dann Thema Übergangswiderstand und Erhitzung. Feurio. Da gibt es keine Absicherung nach oben, ne? Das ist ja alles schon fast gefährliche Brandstiftung, was da gelaufen ist. Die waren ja auch lose, ne? Ich habe da doch, glaube ich, auch ein Videofile. Ich habe da keine Schraube gelöst zu dem Zeitpunkt. Das ist einfach ein Ding, was nicht sein kann. Na hier. Noch von der Konfiguration. Das war hier mein Schütz, der dann die Phase zum Wechselrichter getrennt hat. Im Moment hat er sie gerade geschlossen. Und jetzt ist die Anlage wieder auf Batteriebetrieb. Ah, kriege ich dann ein stabiles Bild. Hier kann ich ja auswählen, mit welcher Funktion der AUX schalten soll. Und hier sage ich dann, von der Spannung, beispielsweise 46 Volt, soll er den Ausgang high schalten oder low schalten. Und bei ab einer Spannung, die ich hier eingebe, das gerade wieder umschalten. Das heißt also, wenn die Batteriespannung auf, sagen wir, 46 Volt runterkommt, wird der Schütz wieder angezogen. Der Wechselrichter bekommt seine Netzspannung und kann die durchschalten. Und wenn hier jetzt zum Beispiel dann nach einer längeren Zeit die Spannung auf 52 Volt ansteigt, also definitiv geladen wird, dann trennt der Schütz wieder und der Wechselrichter kann wieder über Batteriespannung laufen und damit auch aus der von oben erzeugten Energie direkt durchschleifen. Dann kam ich auf die glorreiche Idee, ich kaufe mir einfach mal neue Batterien. War mit der Firma war ja kein Krieg zu gewinnen. Es lief ja alles so vor sich hin. Lag dann auch mittlerweile beim Anwalt. Die Firma hat dann auch mal schnell Insolvenz angemeldet. So macht man das heute. Er hatte ja genug. Ich habe die Kiste hier zerlegt. Da seht ihr hier noch das Gestell mit den Batterien. Und dann schaut euch das an. 50 Quadrat Kabelschuhe, 25 Quadrat Kabel. Wenn es irgendein Hobbyschrauber macht, naja. Aber eine Firma, eine angebliche Fachfirma, ist das ein bisschen schwach, würde ich sagen. Wenn man hier ein bisschen dran rumpult, kommen auch alle Adern raus. Die sind ja auch schon teilweise gebrochen. Wenn ich sowas mache, ich habe nur einen 50er Schuh, dann mache ich eine U-Schlaufe, da ich wenigstens die Öse ausfüllen kann. Das war auch Murks, aber immer noch besser. In allen Kabelschuhen das gleiche. Ein bisschen vorspringen. Hoppala. Ihr schaut euch das mal an. Da habe ich fast alle Litzen rausgeholt. Was eine super effiziente Anlage auch ausmacht. Dann wollte ich ja jetzt Nägel mit Köpfen machen und die Anlage komplett neu aufbauen. Habe dann eine Weile überlegt, wie mache ich das und habe mich dann für so ein Regalgestell entschieden. Schön die Batterien unten rein. Dann auch die neuen Batterien geholt. Den gleichen Fehler gemacht. Auch wieder so ein Batterietyp, der dafür nichts taugt. Sah alles erstmal wunderbar aus. Schönes Gestell. Das ist ja gekürzt in der Höhe, wie ich es maximal brauche, dass hier unten drunter passt. Und dann nach und nach die alte Kiste hier zerlegt und die Sachen rübergebaut.
Macht auf erstmal einen guten Eindruck. Ne? Passt alles schön rein. Wechselrichterhöhe hat gut gepasst. Hier auch wieder mein Klemmstein, wo ich mit den Strings reinkomme und dann auf den Laderegler. Aber erstmal die alte Apparatur erstmal weiterverwendet. Den Laderegler hier positioniert. Den alten Messschand noch im Acryl für die Anzeige. Die alten Batterien. Aber auch bei den Batterien nach einer Zeit driften die auseinander. 12,3 Volt, 12,4, 12,3, 10,9 Volt. Das Spielzeugladegerät geholt, hab dir ein bisschen nachgeholfen. Später dann auch von diesen Balancern geholt. War genau so ein Schrott. Das ist also der Fortschritt. Hier hatte ich vorher von diesen China-Instrumenten einzubauen, damit ich nochmal getrennt angezeigt bekomme, was gerade in der Anlage passiert. Ich wollte die alten Instrumente eigentlich loswerden, habe die aber noch später beibehalten, die haben schon wieder gut eingefügt. Hier fürs Batteriekabel für die vorhandenen Batterien, hier noch eins für eine Reserve. Hab mir überlegt, irgendwann holst du nochmal einen Stapel Batterien. Die ganze Verklemmerei. Hier vorne Sicherungseinheit für die Batteriekabel. Die habt ihr ja vorhin auch gesehen, die gibt es ja noch. Alles so peu à peu, noch immer halb im Provisorium. Bar gebaut, Kabelschuh drauf zum Wechselrichter. Und hier unten zu den Batterien und hier zum Laderegler. Und so hat das ganze Ding dann nach und nach zusammengebaut. Ja, hier mal ein bisschen gesichert, dass nichts passiert. Also Verkabelung, ja, das ist jetzt auch weniger interessant. Verklemmerei. Dann haben wir auch schon das Kabel aufgelegt. Dann hatte ich hier diese Lochbleche noch rumliegen. Habe ich mir dann zurechtgeschnitten, um das hier vorne zu verblenden. Habe dann einen schönen Ausschnitt gemacht für den Sicherungshalter. Man kann Luft zirkulieren und man greift nirgendwo hin. Und es kommt auch nichts rein, außer Staub. Ja, diese Gitter. Und dann wollte ich die hier noch mit einbauen. Die waren ja für die zwei Messschand an der Seite. So, hier haben wir auch wieder Spannungsunterschiede. 13,7, 13,6, 14,6, 14,5. Also die Batterien, die sind generell immer auseinandergelaufen. Das war Schrott. Hier sind sie relativ gleich. Wenn es 0,1 und 0,2 Unterschiede hat, das ist ja, liegt ja schon in der Natur dieser China-Teile, dass die alle ein bisschen was unterschiedlich anzeigen. Hier haben wir 56,8 Gesamtspannung. Dann habe ich hier den Whistbank Junior schon eingebaut für den Midnight Classic, der dann selbst hier misst, wie viel Strom hier in welche Richtung läuft. Um das auch später auszuwerten und anzeigen zu können. Kleines Close-up. Hab hier den Deckel zugeschnitten. Ist eigentlich auch nur ein Einlegeboden. Auch wieder schöner Ausschnitt. War auch relativ bündig. Hat mir erstmal gefallen, die Anlage. Ist alles so zusammengefügt, wie ich mir es vorgestellt hatte. But wait, there is more. Dann hier auch schon die nächste Platte zugeschnitten, eingebaut. Das Loch hier vorne. Das hat schon alles gut ergeben. Ihr seht das nochmal von der Rückseite mit dem Sicherungshalter. Ja, hier Winkel, Hutschiene. Habe ich einfach so ein Stück genommen. Hab zwei Löcher reingemacht für die zwei Instrumente. Habe es invertiert eingeschraubt. Hier sieht man es nochmal besser. Und damit sind die Instrumente relativ bündig mit dem Rest. Ja. Hat mir gefallen, also sah wirklich erstmal gut, alles gut aus. Aber es kommt dann immer wieder anders, als man es plant. Auf den ersten Blick ja, war ich schon ein bisschen stolz drauf. Ihr seht, hier sind sie verschraubt. Und auch die Seite geschlossen. Hätte das so funktioniert, wäre das eine wunderschöne Anlage.
Ich wurde dann ein bisschen größenwahnsinnig und habe mir dann nochmal weitere Module gekauft. Die habe ich gebraucht bekommen von dem Solateur. Der hat mir auch gleich die Aufständerung alles zurechtgeschnitten und zusammengebaut. Habe ich für kleines Geld bekommen. Um noch ein bisschen mehr Ostsonne zu bekommen. Hatte die dann aber anfangs auf dem zweiten Laderegler erstmal für die 24 Volt USV. Sehen wir auch noch gleich Bilder dazu. Ach ja, Batteriedefekt. Hier 12 Volt, 10,5, 12,1, 12,1. Die hatten wir ja vorhin schon gesehen, die war vorhin schon mal abgedriftet. Die habe ich dann auch getauscht bekommen. Und dann habe ich doch, ja, die wurde ja mal getauscht. Na, weil die neuen habe ich die anderen drei Batterien mal hingebracht. Das war immer so toll, die Dinger wiegen ja nichts. Die aus dem Keller hochschleppen, nach vorne, ins Auto hieven, dorthin fahren, dort wieder rausheben. Ja, mein Rücken hat es gedankt. Ich frage mich immer, wo die Sachen herkommen. Um dann erstmal überhaupt irgendwie die Anlage nutzen zu können, brauchte ich ja einen Ballast. Und habe dann hier diese vier Bleiklötze, die ich noch vom Elektroroller übrig hatte, erstmal angeschlossen. Das hat dann eine Weile funktioniert und dann dachte ich, der Wechselrichter hat jetzt eine Macke, aber es lag wirklich an diesen Bleiklötzen hier, die dann zu schwach waren für das ganze System, um das immer so abpuffern zu können. Immer wenn Last kam, musste erstmal für ein Mühe von Zeit müsste erstmal die Batterie ran, um das zu puffern, bevor der Laderegler nachregeln konnte. Und dann haben die also da nicht so ganz mithalten können. Ich muss auch sagen, Westech hat da sofort kompetent geantwortet, Tipps gegeben und muss ich nebenbei mal so anmerken. So, dann kam ja der zweite Laderegler. Der hat ja auch hier nicht mehr reingepasst. Hier habe ich meinen Trennschalter. Also musste ich ja hier erweitern. Habe dann hier zwei Schienen angeschraubt und die Laderegler erstmal hier seitlich hingehangen. War dafür die auch besser hier. Gab es, glaube ich, dann auch ein bisschen Hitzestau. Die Fritzbox hier oben drüber für die Netzwerkverbindung. Ihr seht, es baut sich alles langsam in die Richtung, wie es heute ist. Die sitzen immer noch an ihrer Stelle auf dem Lochblech. Ja, und dann haben wir hier wieder eine defekte Batterie. Die wurden ja getestet und für gut befunden. Weil ich dann sagte, hier, und jetzt testet ihr die anderen Batterien auch. Dann wir Gewissheit haben, damit ich hier nicht nochmal 500 Mal herfahren muss. Ja, das war die nächste durch. Habt ihr auch immer markiert. Ja, die hat hier oben abgepfiffen. Gibt auch noch schönere Bilder. Die haben es mir dann ganz freundlich getauscht. Gegen eine neuwertige, glaube ich, war das dann. So, was habe ich hier angestellt? Dadurch habe ich schon die Relais. Das ist der eine String für die 24 Volt und der andere String hier für die 48 Volt. Für den großen Wechselrichter. Und die APC-USV, die hat dann im Keller Kühlschränke und so versorgt. Da hatte ich dann die alten Batterien dran, das hat dann erstmal eine Weile funktioniert hier. War ja fast wie geplant mit dem Fach, ne? Und da habe ich diese Balance dazwischen, weil ich dann hoffte, dass die dann so Ladeunterschiede ausgleichen. Ich sehe da Batterie 1, Batterie 2, die zweite, also B, die dritte und hier die vierte, die habe ich hier noch gar nicht markiert, auch gut. Ja. Die ABC, die habe ich auch umprogrammiert, dass die nicht nur 190 Volt macht, sondern auch wirklich 225 Volt kriegt sie, glaube ich, zusammen. Kann man alles über die Kommunikationsschnittstelle machen. Darstellung, das ist gut. Da dürft ihr mal einen Blick drauf werfen, damit ihr euch vorstellen könnt, was ist was. Wenn man die verschiedenen Strings rein über den Trennschalter. Hier haben wir die Messschanz für die zwei Laderegler. Das ist Netzteil von der Fritzbox. Zwei Relais, die Versorgung von der USV und vom Wechselrichter. Ja, da dachte ich erstmal, die Anlage ist soweit fertig. Dachte ich. Glaubte ich. Hoffte ich. Aber kein neues Jahr ohne neue Abenteuer. Hier die 2017er Bilder, weiß ich nicht, wo der Ordner ist. Da muss ich von meiner Webseite die paar Bilder klauen. Dann ging die Anlage ein bisschen den Bach runter.
Hier habe ich die Autobatterie vom Cabri hochgeholt, habe die mal parallel hier dazu geklemmt, um die vierte Batterie, die ja relativ neu war, zu unterstützen. Hier habe ich dann auch irgendwann noch gebastelt, hatte die dann teilweise noch mit dran. Es war also nichts Halbes, nichts Ganzes. Dann habe ich die hier mit dann an die Batterie ersatzweise geklemmt. Ich habe also hier auch dann viel rumexperimentiert. Auch nur oberflächliche Ahnung davon, ne? Also probiert man einfach mal aus. Ist ein wildes Chaos. Und dann sehe ich das hier. Ich habe mich strikt an diese Daten gehalten, die mir mitgegeben wurden, wie man die Batterien lädt. Hier ist das Datenblatt zu diesen BSA Solar AGM Batterien. Und trotzdem ist die hier abgekocht. Sieht man hier oben schön die Grütze, die Tropfen. Jetzt schön das Holz aufgequellt. Sehr kompetent beraten worden. Und dann hatte ich wirklich die Schnauze voll, habe Nägel mit Köpfen gemacht, über ein Forummitglied im Solarforum eine Adresse bekommen, eine Telefonnummer von einem, der mir dann aus einer Insolvenz Stapelakkus besorgen konnte. Die waren Backup-Lösung für die Firma, die insolvenz gegangen war, für 1.600 € inklusive Lieferung geschenkt. Neu hätte ich so 5.000-6.000 € rechnen müssen. 575 Amperestunden, 48 Volt, sind dann so ungefähr 27 Kilowattstunden, hat mehr wie die Zoe. Da hatte ich dann ein bisschen Brainstorming gemacht, habe mir dieses Blech aus der Bucht geholt, so auch irgendeine Restmasse, diese Gummipuffer hier unten aus dem Baumarkt. Um das Ganze der Schwingung zu entkoppeln, falls der Wechselrichter oder irgendetwas darauf brummt, damit ich es nicht übertragen im Mauerwerk habe. Dann das Lochblech kennen wir ja, das hat auch schön drauf gepasst. Fritzbox hier oben schon befestigt. Einfach Schraube durch, Mutter Abstand lassen, wieder eine Mutter und da einfach die Fritzbox drauf einhängen. Da sind schon die Laderegler drauf. Nach und nach setze ich das Ganze dann zusammen. Chaos. Und alles schön mit Verdrahtungskabelkanälen. Die hatte ich noch aus der Arcade übrig. Ist alles schön sauber verlegt. Sieht halbwegs professionell aus. Hier nochmal ein Close-up. Das sind die Minusleitungen von den drei Strings von oben. Die Plusleitungen. Die Minus werden hier gesammelt und laufen direkt in den Laderegler rein. Also in den anderen hier. Und die Plusleitungen laufen hier drüber, sind hier gebrückt, laufen durch den Schalter und dann erst in den Laderegler. Hier sind die hinzugekommenen vier Module, die laufen hier drüber, werden beide getrennt, weil die Kontakte waren frei und laufen dann in diesen rein. Hier haben wir jetzt wieder den WB Junior Shunt, der ja den Strom, der rein und raus geht, misst. Allerdings ist nur noch auf dem Südladeregler. Ich könnte zwar beide Laderegler miteinander verbinden über einen Datenbus, aber für die Gesamtberechnung der Energie, auch für die Anzeige, ist ja der Südladeregler zuständig. Der Ostladeregler ist ja mehr so das fünfte Rad am Wagen, der ja morgens Energie reinpumpt. Die Batterien sind ja morgens nie auf 100% geladen. Also kann der hier erstmal Energie reinpumpen bis zur Mittagszeit. Und dann übernimmt auch schon der Südladeregler, kümmert sich dann auch um die restlichen Ladekurven und so weiter. Hier die blaue Leitung, das ist ein Temperaturfühler. Da ich von jedem Laderegler einzelnen Fühler in jedem Batterietrog drin, hier die Anklemmung, plus direkt vom Sicherungsblock von oben, minus von jedem Laderegler und das Minus, was hier runter auf den Shunt und dann zum Batterietrog läuft. Und da wurden auch die Tröge angeliefert, gleich angeklemmt und getestet. War einfach nur genial. Sieht ja schon noch was aus, ne? Aber ihr seht, hier ist noch Platz für mehr. Dann hatte ich hier dann noch eine NH-Sicherung geholt, um einmal die Batterie gegen was auch immer abzusichern. Sollte hier irgendwas knallen, bröselt es mir nicht gleich alle Kabel weg, auch wegen Überlast. Das ist eine 30 Ampere-Sicherung, die kann ich rausziehen und alles abtrennen. Oder sie gibt nach wegen Überlast, wie auch immer. Hier sieht man auch das Kabel vom Temperaturfühler. Das andere kommt hier hinten rein. Andere Perspektive.
sieht man auch den Gummipuffer, den Entkoppler, hier Erdungsanschluss. Und dann haben wir auch schon das Jahr 2018. Meine Fritz-Steckdosen. Ne? Die zwei Schütze, die zwei Steckdosen. Zwischenstand in der Verkabelung. Habt ihr gesehen, hat sich ja auch schon wieder geändert. Ja. So, 2019 wurde das Dach neu gemacht. Das war auch so ein mittelschwerer Albtraum. Ihr seht ja, wir haben hier noch Kies. Und der Nachbar hatte schon ein neues Dach. Kies macht man heute wohl nicht mehr. Dann musste die komplette Anlage vom Dach runter. Das war toll. Danke nochmal an Michael fürs Helfen. Ja, alles nach und nach abgebaut. Ja, das sind so die Reste vom Dach. Die haben da ordentlich gewütet da oben. Die waren alle voll gesogen mit Wasser. Nachts mal hochgeklettert, Bilder gemacht. Haben sie schon die erste Bahn gelegt. Der Sommer war brutal. Die kamen morgens irgendwann früh um 6 und sind dann mittags um 1 oder um 2 gegangen. Da war es oben nicht mehr auszuhalten. Entsprechend lang hat auch die Erneuerung des Daches gebraucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wochen. Ja. Dafür habe ich eine Solaranlage, da ich dann keine Einnahme habe. Ne? Dafür habe ich dann eine Solaranlage, die dann einfach nur rumsteht. Eine Soda-Anlage. Die steht da so da. Ja, da habe ich schon innerlich ein bisschen gekotzt, muss ich ganz ehrlich sein. Dann kommt die, haben sie eine Dämmung drauf und dann kommt die nächste Schicht drauf. Die Dachkuppel vom Bad. Noch die alte, die wurde dann auch erneuert. Während die hier noch in die Richtung öffnet, öffnet die neue in die Richtung. Da kämpfen wir aber gegen Windmühlen. Dachdecker wissen ja alles besser. Das war dann mein Plan, wie ich das auf dem Dach neu arrangiere. Bisschen Excel gemacht, reicht auch. Ich brauchte kein CAD-Programm. Dann haben wir erstmal Probe gelegt, muss dann diese Gummimatten unterlegen, damit sich die Schienen nicht durch die Bitummatten bohren. Klingt hier auch so schön durch, man sieht es auf dem anderen Bild auch nochmal besser. Hier. Entsprechend muss ich hier dann Matten zuschneiden und das unterbauen. Mit dem Kies war das vorher kein Problem. Der hat sich dann irgendwann egalisiert. Die hier. Und das sind die alten vier Module, die hier vorher in 2x2 quer standen. Die habe ich jetzt nach, ganz nach Osten ausgerichtet. Und hatte dann vor, noch weitere Module dazu zu bauen später. Aber einfach nach Osten ausgerichtet, da ich über den zweiten Laderegler mehr Morgensonne mitbekomme. Ja, hier Kabellage wieder verlegt, alles gemacht. Das ist die alte Schiene, die hier entlang lief und habe da dann angebaut, müsste stabilisieren. Oh ja, Qualitätsarbeit. Das ist doch wirklich Qualitätsarbeit, oder? Hat aber keinen interessiert von der Verwaltung. Wir haben hier eine WEG, eine Wohnungseigentümergemeinschaft, jeder hat sein Häusle, aber naja. Ja, danke nochmal Andi und Matze fürs Helfen an der Stelle. Ich weiß zu faul, um zu fragen, deswegen habe ich es einfach mal anonymisiert. Yay. Ja, ohne die Leute hätte ich es allein nicht machen können. Zumal mit meinem Kreuz. Keine Chance. Oh, das ist meine Hübsche. Ja, da gingen auch ein paar hundert Kalbinder wieder drauf. Die Decke drüber sieht so halbwegs wohnlich aus. Dann haben wir wieder die zwei Fritz-Steckdosen. Fritz-Steckdose schaltet Schütz für die Steckdose draußen, für den Twizy. Die hier schaltet dann den Schütz und FI und Sicherung für die Typ 2 Steckdose. Ja, den Zustand kennt er ja. Es kam jetzt nur vor ein paar Wochen kam hier das Tablet noch mit dazu.
Hier ist noch das Netzteil von der Fritzbox. Das ist ein normales Trafo-Netzteil. Da hatte ich die Hoffnung, dass das ein bisschen länger hält. Hat da auch noch Kondensatoren mit Parallel geklemmt, aber es reicht einfach nicht für die Fritzbox aus. Ah ja, man hat Spezialhalter. Ja, total simple Konstruktion. Wir sind auch fast durch. Ja, und dann hatte ich einen Brainfart. Ich habe nicht genug Module auf dem Dach. Also habe ich den wieder kontaktiert, den guten Mann. Und er hat mir wieder Module besorgt. Dann habe ich hier dann die Ständerung selbst zusammengeschraubt. Also gebohrt, zusammengeschraubt. Da stehen die Module. Das sind die vier. Zweite Generation nenne ich es einfach mal. Und habe dann hier nochmal zwei. Hier zwei, die zusammengehören. Und hier nochmal vier Stück, die dann wieder ein String ergeben. Da ich allerdings noch nicht genug Leitungen runterliegen hatte, das haben wir jetzt erst letztes Jahr 2020 gemacht, habe ich hier noch aus der ursprünglichen Installation diese Y-Diodenverbinder genommen, habe das dann alles auf einen String geklemmt, den maximalen Strom im Laderegler begrenzt, dass die Kabel überleben. Sehen das dann, ja, zweite Generation, vier Module. Hier zwei, die mit den zwei zusammengehören und hier nochmal vier Stück, die zusammengehören. Läuft dann alles hier über diese Trasse hier rüber, beziehungsweise hier einmal frei. Wäre Blödsinn, das einmal außen rum laufen zu lassen. Was man hier auch noch nicht sieht, sind die Erdungsverbindungen. Ich habe natürlich auch noch von dem Erdungspunkt darüber, 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 hier quer und nach vorne einen ring- und sternförmige Erdung. Also sicher ist sicher, ne? Hier sehen wir es nochmal in der ganzen Pracht. Ja, wir sind jetzt bei 5,7 Kilowatt Peak, kann man sagen. Im Sommer überhaupt kein Thema, die Batterie im Keller zu laden, plus den Twizy und den Rest in die Zoe zu kippen. Meine ersten Skizzen. Das kennt ihr ja auch schon. Da habe ich mir so ein China-Tablet geholt. 10 Zoll reicht dafür. Es muss ja nur diese blöde Webseite anzeigen. Das war auch mal zwischendurch. Das war ist ein Mini-ATX-Board, Atomprozessor, war mein Server. Selbstgedrucktes Gehäuse. Hier ein 7 Zoll Touchscreen-TFT dran. Als Bildschirmschoner diese Flip-Clock. Funktioniert seit der Abschaltung von Flash auch nicht mehr. Die neue Version ist bescheiden. Und hier ein Banana Pi, der jetzt im Keller ist. Provisorischen Lego-Gehäuse gebaut. Ist halt feines Material, um mal schnell was zu machen. Und hier dann auch den gleichen Bildschirm da dran über einen HDMI auf VGA-Wandler. Auch die Bildschirme sind 100% Recycling. C64 Mini hier oben. Ja, hier ein Excel gemacht. Da brauche ich kein CAD-Programm. So, ich glaube, wir sind durch. Ja, das war noch von Laderegler. Da zeige ich euch nochmal noch die Laderegler, die verbaut waren in Einzelbildern. Da kann ich also verschiedenes hier auch anschließen. Da gibt es dann wohl auch mit einer USB-Verbindung eine Ausführung. Die habe ich letztes Jahr dann Bekannten endlich vermacht, weil ich wollte sie wegwerfen. Ich habe gesagt, brauchst du und nimmst du mit. Der fährt so ein eingebautes 48 Volt System. Vielleicht kann er damit was anfangen. Vielleicht weiß von euch irgendjemand, wo man da Daten dazu bekommt. Mit diesen ganzen Nummern, die hier aufgedruckt sind, habe ich im Netz nichts gefunden. Vielleicht kennt die jemand und kann da Details dazu geben. Die grobe Belegung habe ich ja abgeleitet, wie es verbaut war. Falls jemand gebrauchen kann, hier ist die Belegung von diesen Ladereglern. Da habe ich nochmal die Laderegler dann auch zerlegt. Mal 5 Volt Spannungsregler. Die FETs. Ich könnte auch hier keine Tippe ableiten, um herauszufinden, was da wie verschalten ist. Da haben wir einen PIC. Ja, programmierbare. Hilft hier nicht wirklich.
Eine Frage, die wahrscheinlich jetzt jedem auf der Zunge liegt: Hat sich die Anlage überhaupt gelohnt? Rückblickend mit den ganzen Problemen können wir da natürlich begründete Zweifel haben, aber so wie die Anlage jetzt mittlerweile läuft, mit den Paneelen auf dem Dach und der nutzbaren Energie, ja. Allerdings, ich habe hier auf meiner Seite auch mal die Milchmädchenrechnung gemacht. Das war 23.05.2018. Die reine Installation der Anlage war damals 9.500 Euro. Später habe ich dann hier noch den Laderegler gekauft für 690. Der zweite ist ja aufgrund der Zusammenarbeit hier nicht bezifferbar. Die AGM-Batterien, die auch einen Geist aufgegeben haben, waren auch mal 1.080 Euro. Der erste Umbau mit dem blauen Gestell 2015 waren grob über den Daumen 500 Euro. Dann für die Staplerbatterien, für die ich ja 600 Euro hingelegt habe, plus 300 Euro für den Service, Batterien dort annehmen, prüfen, hierher bringen, Keller anschließen. 300 Euro waren nochmal 200 Euro hier auch reines Kleinmaterial geschätzt. Dann stand 23.05.2018, hatte ich hier selbst 7.041 Kilowattstunden erzeugt, seit ich die Laderegler drin habe. Davor konnte ich es dann nicht messen. Da fehlt mir also ein Jahr, das kann man jetzt schätzen, aber lassen wir einfach mal weg. Und selbst verbraucht habe ich in der Zeit, in den 4 Jahren, 4.316 Kilowattstunden vom Energieanbieter. Wo jetzt schlechtes Wetter war, Winter und mehr Verbrauch wie erzeugt, wie auch immer. Und da habe ich dann hier meine Milchmädchenrechnung. Aber die ignorieren wir jetzt einfach mal, weil die hier erzeugte Energie ist ja nicht nur die, ich jetzt verbraucht habe. Wobei das immer so ein Gegenspiel der Worte ist, Energie kann sich nicht verbrauchen, aber das ignorieren wir mal. Ein Großteil von der Energie floss ja auch in den Twizy, mit dem ich ja dann zur Arbeit gefahren bin, wo ich ja dann für die Laufleistung keine fossilen Brennstoffe tanken und verbrennen musste. Also haben wir eine doppelte Rechnung und die ist sehr schwer zu machen. Ich kann zwar hier aus dem OVMS, kann ich mir zwar Daten ziehen und ich bekomme die ja auch immer nachts per E-Mail dann vom Server geschickt, wann gefahren, wie viel Energie verbraucht, wie viel Energie reingeladen und alles Mögliche. Ich müsste es also wirklich Tag für Tag auseinanderklappustern und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Die aktuelle Energieerzeugung liegt hier bei insgesamt 17.448 Kilowattstunden, die ich selbst erzeugt habe vom Dach. Und nehme mal den Energiepreis von 30 Cent, was ich aktuell für den Ökotarif bezahlen muss. Dann komme ich hier auf 5.234 Euro, die ich nicht aus dem Stromnetz habe bezahlen müssen. Natürlich auch eine schlechte Rechnung, weil die Jahre davor war es auch günstiger. Und ja, ihr seht, man könnte es nicht so genau nehmen. So, nehme ich jetzt mal die Anschaffung der Anlage. Sind wir hier bei 13.870. Ich müsste hier jetzt noch die 8 weitere Module dazu rechnen. Keine Ahnung, was das waren. 3, 4, 500 Euro. Lassen wir die einfach mal wegfallen. Habe ich immer noch eine Differenz von rund mal einfach auf 9.000 Euro auf. Das können wir jetzt ausrechnen, wie lange ich da noch Energie selbst erzeugen muss, bis die Anlage auf Null ist. Aber ich habe den Doppelnutzen durch Twizy und Zoe, was aus meiner Perspektive diesen Wert hier so und so in Frage stellt. Man könnte es nicht berechnen. Auf jeden Fall bin ich relativ klimaneutral unterwegs, fast verumme. Ich müsste halt auf die Anlage umrechnen, aber es war jetzt die letzten 5 Jahre oder eher gesagt 4 Jahre, wir haben jetzt das Jahr Corona hinter uns. Die 4 Jahre war so, wie sie wurde nachts vors Haus gestellt, Stecker rein. Die Fritzsteckdose hat dann morgens um 7 Uhr im Sommer oder um 8 Uhr im Winter zugeschaltet. Bis ich dann mittags ins Kino musste, war der Twizy geladen und fahre für immer die 40 Kilometer. Ne? Und umgekehrt ähnlich dort laden können und dann nach Hause gefahren. Und bei der Zoe, ja, da lade ich einen Überschuss damit rein. Wenn jetzt Twizy geladen ist und die Batterien im Keller sind voll geladen, dann hole ich mal Damm hoch, stecke es über Schuko an. Ist zwar nicht so effizient wie jetzt über Drehstrom, über Typ 2 anzuschließen, aber es ist besser, wie die Energie zu verschenken. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, das ist also hier mal so, was die Kosten anbelangt.
Habe ich noch Daten von der Fritzsteckdose. Habe ich in dem ersten Jahr 1070 Kilowattstunden in Twizy geladen. Ob ich es nochmal machen würde, mit dem Wissen von heute, würde ich die Anlage gleich so aufbauen, wie sie jetzt ist und eine Menge Geld sparen. Also ich denke mir, für 8.000 oder 9.000 Euro müsste ich die Anlage, so wie sie jetzt steht, ganz entspannt aufbauen können. Wenn es wirklich jemand interessiert, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen, schaut einfach auf meiner Homepage. Link blende ich hier ein, ist auch in der Beschreibung. Da könnt ihr die komplette Ablaufhistory der Anlage nachlesen. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen interessant, sich eingeschlafen dabei. Ja, das Video geht ja auch schon über eine Stunde. Also dann, ciao.